Sailing Be the Wind von einem Ostseesegler, der sich hinauswagte auf die Nordsee. Zweiter Teil. Diesmal geht es über die Eider von der Giselau-Schleuse bis nach Friedrichstadt. Entdecke mit mir die alte Route der Wikinger und lasse dich verzaubern von der Schönheit meiner Heimat Schleswig-Holstein. Ende Juli begann meine Segelreise. Bin von Neustadt in der Lübecker Bucht aufgebrochen und über Fehmarn nach Kiel gesegelt. Von dort ging es weiter in den Nordostseekanal, wo ich dann hinter Rendsburg in den Giselau-Kanal abgebogen bin und vor der Schleuse übernachtet habe. Bei strahlendem Sonnenschein machte ich mich nach einem ausgiebigen Frühstück auf den Weg, um durch die Giselau-Schleuse und den Giselau-Kanal in die Eider zu gelangen. Der Giselau-Kanal ist ungefähr 3 Kilometer lang und auf halber Strecke liegt die Giselau-Schleuse. Der Kanal verbindet die Eider mit dem Nordostseekanal und sollte es der Berufsschifffahrt ermöglichen, eine Verbindung zwischen den Häfen der Unterelbe und der Untereider zu haben. Heutzutage wird er aber nur noch von Sportbooten genutzt. Schon nach wenigen Kilometern kam ein wunderschönes Ausflugslokal Lexfähre. Da ich aber gerade erst meine Reise begonnen hatte, war es zu früh für eine Rast. Daher passierte ich die Schleuse und setzte meine Reise auf der Eider weiter fort. Das Schleusen auf der Eider verläuft wesentlich entspannter als im Nordostseekanal. Es ist ja kaum was los, die Schleusenwärter sehen einen schon von Weitem, man wartet auf das Klingeln, dass die Schranke runtergeht und dann werden die Brücken hochgehoben oder die Schleusentore geöffnet, das Licht auf grün gestaltet und man kann ganz in Ruhe einlaufen, da ja keine größere Berufsschifffahrt mit einem ins Gehege kommt. Die Nordfeldschleuse und die Lexfähre-Schleuse sorgen für einen konstanten Wasserpegel innerhalb der Eider. Aber dies erst seit den 30er Jahren. Vorher war die Eider ein Tidengewässer mit Gezeiten bis hoch nach Rendsburg, was häufig zu Überschwemmungen in den Marschlanden geführt hatte. Ich glitt durch eine wunderschöne Naturlandschaft und ließ sie auf mich einwirken. Die Eider war zwar eingedeicht, aber sie nahm noch ihre ursprünglichen Kurven und meanderte durch das Land. Der frühe Tod meiner Tochter zur Jahreswende und dieses bescheuerte Corona-Halbjahr hatten meinem Gemüt arg zugesetzt und so konnte mir nichts Besseres passieren als diese friedliche Stille. Hinter jeder Kurve verbarg sich eine kleine Marina oder ein netter Ort und lud zum Verweilen ein. Links und rechts des Weges säumten Tiere den Weg, Kühe beglotzten mich neugierig, ich schaute fröhlich zurück oder Fischreiher sprangen erschrocken auf, wenn die Biederwind vorbeituckerte. Die Eider hat ihre Quellen in Kiel und hätte eigentlich in der Ostsee münden müssen. Aber eine Endmoräne verhinderte dies und so musste die Eider sich ihren Weg 190 Kilometer weit bis in die Nordsee bei Tönning suchen.
1000 Jahre lang war sie die Grenze zu Dänemark und wurde auch ein schiffbarer Kanal, der ab Rendsborg begann. Schon im 17. Jahrhundert wurde dieser genutzt und erst 100 Jahre später durch den Nordostseekanal ersetzt, der dann 100 Kilometer die Nordsee mit der Ostsee verband. Im frühen Mittelalter waren die Wikinger eine wichtige Seefahrernation. In der Nähe der Stadt Schleswig hatten sie die Siedlung Heitebu gegründet und hatten dort einen Hauptumschlagsplatz für Waren zwischen der Nord- und Ostsee. Die Wikinger waren ja nicht nur wilde Barbaren, sondern sie trieben Handel entlang der ganzen Nord- und Ostseeküste bis hinein ins Mittelmeer oder die Krim. Und Heitebu war einer der wichtigsten Umschlagsplätze auf ihren Routen zwischen den beiden Meeren. Wichtig für den Erfolg der Wikinger waren die schmalen und schlanken und seetüchtigen Wikingerschiffe, die sie sowohl segeln als auch rudern konnten und sowohl als Lasten als auch als Kriegsschiffe dienten. Über 300 Jahre lang war Heitebu eine der wichtigsten Handelsorte an der Ostseeküste. Über einen kurzen Landweg konnten die Wikinger von Heitebu über die Treene in die Eider und von dort in die Nordsee gelangen und die beiden Meere miteinander verbinden. Inzwischen war es Mittagszeit geworden und ich bekam Hunger. So beschloss ich, in einem der nächsten Marinas anzulegen und mir eine Gaststätte für ein Essen zu suchen. Aber leider war es ja Corona-Zeit und irgendwie war die ganze Gegend hier auch touristisch nicht so richtig erschlossen. Es hatte jedenfalls alles zu. Nur an einem kleinen Imbiss bekam ich eine Bockwurst und ein Bier. Na gut, das musste dann eben reichen und ich genoss die schöne Aussicht. Solchermaßen gestärkt und ausgeruht, machte ich mich auf den Weg in das nur 9 Kilometer entfernte Süderstapel. Ich hatte gelesen, dort soll es architektonisch und landschaftlich besonders reizvoll sein. So beschloss ich, mir dort einen Liegeplatz für die Nacht zu suchen und Proviant wollte ich auch noch bunkern. Irgendwie schien man dort für Gastlieger nicht so richtig vorbereitet zu sein. Kein Hafenmeister, Schlüssel abholen beim angrenzenden Campingplatz. Naja, und die Steganlage waren auch eher für kleine Motorflitze als für Segelboote geeignet. Aber egal, besser als nichts. Und der Ort war wirklich sehr reizvoll. Schöne Bausubstanz. An allen Häusern prangte irgendwie eine Jahreszahl 1820, 1840, 1870. Nur essen gehen, Fehlanzeige. Es gab keine Restaurants mehr, alles hatte dicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum keiner in die Eider fährt und Urlaub macht. Es ist so eine schöne Gegend. 2020 sollte das Jahr meiner Begegnung werden. Naja, Corona sei Dank ist das natürlich mehr oder weniger komplett ausgefallen. Man konnte ja schon Depressionen bekommen. Umso mehr freute ich mich, als nach dem Essen aus dem nahegelegenen Süderhof eine Bekannte auf ein Bier vorbeikam und wir gemütlich ein Flens losmachten. Am nächsten Morgen wurde ich schon früh um 6 von dem aufgeregten Geschirpe der Schwalben geweckt. Und als ich hinausblickte, bot sich mir ein wahnsinniger Anblick. Es war wie im Erlkönig, Nebel über der Eider.
Bislang konnte ich Motoren und Tuckern und an- und ablegen, wie es mir beliebte. Aber ab nun würde sich das ändern. Es waren noch ungefähr 17 Kilometer bis zur Nordschleuse und ab dann wäre die Eider ein Gezeitengewässer. Ich plante also kurz vor Hochwasser bei der Nordschleuse anzukommen, um dann gegen leichten Strom nach Friedrichstadt zu fahren, wo ich bei Hochwasser einlaufen wollte. In regelmäßigen Abständen befanden sich links und rechts der Eider Schöpfwerke. Sie dienten zum Be- und Entwässern des umliegenden Landes, je nach Wasserstand innerhalb der Eider. So, ab hier wird jetzt die Eider ein Tidengewässer mit 4 Meter Tidenhub. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden vor Hochwasser, das heißt, ich habe gleich noch ordentlich Strömung gegen an. Aber auch genau das will ich auch mal ausprobieren. Und die machen jetzt gleich die Schleuse auf. Geht schon los. Schon gewaltige Schleusentore. Die Nordschleuse trennte die Binn von der Tideneider. Die gewaltigen Wassermassen der Gezeiten, die früher auch häufig für Überschwemmungen gesorgt hatten, konnten so nicht mehr in die Binneneider eindringen. Es gab zwar noch in 50 Kilometer Entfernung das Eidersperrwerk, aber dieses war für die Gezeiten geöffnet. Wurde nur bei großen Sturmfluten geschlossen. So, 4 Meter Tidenhub, 1 Meter fehlt noch. Da sind Fischreusen ausgelegt. Zeichen von wegen Untiefen. Nördlich zu empfahren. Naja. So, meine Nordseetour. Kommt langsam in die kritische Phase. Nach dem Tuckern im Nord-Ostsee-Kanal und im Gleisenau-Kanal bin ich jetzt durch die Schleuse durch und bin in der Tideneider. Das heißt, ab jetzt habe ich Tidengewässer. 4 Meter Tidenflug ist hier. Zurzeit habe ich jetzt hier irgendwie 3 Meter etwas Wassertiefe. Und bei Niedrigwasser ist hier nur noch einen halben Meter tief. Dann kann ich hier also nicht mehr fahren. Ja gut, da wo ich ganz hin will, bis Tönning, schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Ich würde von der Eider her gehen, aber Tölling liegt irgendwie 1,5 Meter über dem Meeresspiegel bei Niedrigwasser. Und da ist jetzt gerade Hochwasser und wenn ich erst in 3 Stunden dort ankomme, ist es zu spät. Ja, darum werde ich jetzt in Friedrichstadt festmachen. Da komme ich jetzt gut rein, da bin ich in der Dreiviertelstunde. Und davor ist auch eine Schleuse, das heißt Friedrichstadt fällt nicht trocken. In Tönning liege ich ja, wie gesagt, auf dem Flach. Das schaue ich mir dann morgen mal an, wie das aussieht, wenn die Biederwind gar nicht mehr im Wasser, sondern im Schlick steckt. Und ob ich da eine schiefe Nacht habe, weil das Boot sich kränkt und ich nicht vernünftig schlafen kann. Und wieder öffneten sich wie durch Zauberhand die Brücken vor der Biederwind. Na gut, manchmal hilft auch ein kleiner Telefonanruf nach. So, jetzt soll es rangehen nach Friedrichstadt. Ich bin schon vor der Schleuse. Allerdings hat er gerade einen drin. Darum muss ich jetzt hier ein bisschen Kreise drehen auf der engen Eider. Er muss den erst auf der anderen Seite rauslassen und dann wieder den Wasserstand ausgleichen. Naja, und so dauert das einen Augenblick. Also schaue ich mir hier noch die Gegend so ein bisschen an und tucker auf der Eider auf und ab. Viertelstunde hat er gemeint. Mal. Seht ihr auch ein bisschen was hier von der schönen Landschaft im Hintergrund. Die Deiche, Meter hoch. Ist jetzt noch eine Stunde bis Hochwasser Friedrichstadt. Überall sieht man noch den Schlick. Von daher ganz gut. Da weiß ich nämlich, worauf ich achten muss. Sind da so ein paar Buden, die man sonst leicht überfährt. Oh, Schleuse Friedrichstadt. Musste man sogar noch bezahlen. So, kleine Schrecksekunde in der Schleuse.
Die Leine, mit der ich belegt war, hatte sich verklemmt und die ließen Wasser ab. Und ich kriegte die Leine nicht mehr los. Und die Biedewink hing schon quer. Und die Mittelklampe drohte mir auszufliegen. Da habe ich schnell noch ein Taschenmesser geholt. Und einfach die Leine gekappt, da ließ sich nichts mehr machen. Der konnte das Wasser auch nicht mehr stoppen. Nach der Schrecksekunde mit der verklemmten Leine in der Schleuse war ich froh, einen guten Liegeplatz gefunden zu haben. Da ich ja nur 3 Tage lang Motort war, bin ich dann erstmal zur nahegelegenen Tankstelle und habe Diesel gebunkert. Friedrichstadt wurde 1621 von Herzog Friedrich gegründet. Er siedelte hierzu verfolgte Holländer an und die bauten ein holländisches Städtchen an der norddeutschen Küste. Begrenzt wird Friedrichstadt durch die Flüsse Treene und die Eider und dann durchzogen von holländischen Grachten. Diese Stadt ist wirklich ein Kleinod. Komm mit und lass dich durch die folgenden Aufnahmen überzeugen. Die Stadt ist ringsherum von Wasser umgeben. Auf der einen Seite die Treene, auf der anderen Seite die Eider. Und dazwischen die künstlichen Grachten. Naja, diese heimatvertriebenen Holländer, sie hatten die falsche Religion zur damaligen Zeit, trotz Christentum, haben hier einen Neuanfang gemacht. Eine holländische Stadt am nordfriesischen Meer. Der alte Marktplatz. Natürlich wieder an einer Gracht gelegen. Grachten, soweit das Auge reicht. Wunderschön. Und wieder ging mein Begegnungssommer 2020 weiter. Ich bin zwar solo, aber nicht unbedingt immer alleine. Freunde verfolgten meine Reise durch Schleswig-Holstein. Und so war es auch diesen Abend. Karen kam aus Kiel, baute ihr Zelt auf und wir gingen erstmal lecker essen. Und was machen 2 Norddeutsche mit dem vollen Bauch? Na, sie bewaffnen sich mit einer Flasche Rotwein und setzen sich auf den Deich und lauschen den Schafen. Nein, ich lass klein Klischee aus. Auch am nächsten Tag saß ich fasziniert auf dem Deich und beobachtete das Kommen und Gehen des Wassers. Mal war Wasser in der Eider da, Stunden später war es wieder weg und der Schlamm trat zu Trage. Ich kannte so etwas nicht und war fasziniert und fragte mich, wie navigiert man in so einem Revier? Als Ostseesegler war ich es gewohnt, meinen Kurs nach dem Wind zu richten. Aber hier galten jetzt andere Spielregeln. Ich musste auf die Gezeiten achten und sowohl mein Abfahrtsort als auch mein Ankunftsort so planen, dass ich mit genügend Wasser unterm Kiel ein- oder auslaufen konnte. Ich war froh, dass ich in meiner Navigations-App einen Tidenkalender hatte. Ja, und musste erstmal lernen, damit umzugehen. Na, das wird jetzt ja eine Aktion. Eigentlich wollte ich 11:30 los, aber heute ist Sonntag. Schleusen ist nur bis 10, danach machen wir Feierabend. Und es ist überhaupt noch kaum Wasser im Fluss. Gelang mir dann noch mit auflaufendem Wasser grad so über die Sandbänke vor der Hafeneinfahrt von Friedrichstadt zu kommen und rechtzeitig in Tönningen bei Hochwasser einzulaufen.
Dort wollte ich nun 2 Tage lang warten, bis meine Schwägerin Hilde wieder anheuern würde. Und dann sollte es nach Helgoland gehen. Aber dies ist eine andere Geschichte. Und wenn du dich dafür interessierst, dann sollst du mir ein Like schenken, meinen Kanal abonnieren und gespannt sein auf die weiteren Abenteuer der Biedewind in der Nordsee.